So, liebe Leute, welcome back. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon. F1 2016. Unsere Rennziele für Silverstone. Schließe das Rennen auf dem 11. Platz oder besser. Aber ich glaube, so nach dem Qualifying, ihr habt das Video ja gesehen, ich bin jetzt nicht so euphorisch wie jetzt zum Beispiel in Kanada oder zu Beginn in Österreich. Da war ich auch relativ euphorisch. Ich versuche das Rennen irgendwie mal souverän zu Ende zu bringen. So eine Art Arbeitsrennen. Ich würde jetzt sagen Arbeitssieg, aber so wird es wahrscheinlich nicht laufen. Wir gucken mal, ich weiß gar nicht, wie sieht das Wetter eigentlich aus? Sieht eigentlich trocken aus draußen, nicht zwischendrin anfängt zu pinkeln, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Also durchfahren auf einem Niveau wäre halt toll. Gut Leute, wir gehen drauf. Ich glaube, es wird kein mega heißes Ding, aber wir nehmen es natürlich mit und natürlich müssen wir es zu Ende fahren. Idealerweise Platz 10 oder besser wäre halt ganz geil, ne? Also in diesem Bereich möchte ich mich schon so langsam so ein bisschen festsetzen. So, alles ab Platz 10 ist gut, würde ich sagen. Also, damit kann man schon mal leben mit Sauber in der ersten Saison. Das sieht aber echt ein bisschen der düsig aus. Der Schmerz des Abschieds ist nichts im Vergleich zur Freude des Wiedersehens. Und es ist wirklich schön, endlich wieder in Silverstone für den großen Preis von Großbritannien zu sein. Der Enthusiasmus der Einheimischen für die Formel 1 ist nach wie vor riesengroß. Und auch heute standen wieder kilometerweite Schlangen auf der A43, denn alle wollen Sie hierher zum Home of British Motor Racing. Wo liegt denn die Strecke überhaupt? Nähe von London oder wo liegt das Ding? Weiß ich gar nicht. Silverstone, eine der renommiertesten Rennstrecken der Welt. Hier schlägt quasi das. Könnt ihr mal reinhauen in die Comments. Ich kann auch Wikipedia nutzen, aber. Ach ja. Die Strecke wurde im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Mittlerweile. Vielleicht trotzdem interessant. Schnell nach rechts und es gibt zwei DRS-Zonen auf der Wellington und auf der Hangar Straight. So oder so, Silverstone ist immer eine Reise wert. An meiner Seite darf ich heute einen Mann begrüßen, der mit der Spannung von Silverstone bestens vertraut ist, unseren guten Freund Stefan Römer. Das sind aber auch zwei Schlaftabletten, oder? Mehr aufgeregt zu sein, als meine Güte, ich dachte, die FIFA-Kommentatoren waren immer relativ beschissen. Aber die beiden, die fummeln doch unter den Tisch, oder? Gottes Willen. Das hat sich über die Jahrzehnte nicht geändert. Kannst du dich noch an das epische Rennen von 86 erinnern? Epische Rennen! Diesen unglaublichen Kampf hier austrugen. Silverstone hat also einen hohen Stellenwert. Und wenn ich mir die Zuschauer heute ansehe, dann wird mir klar, dass es nichts von seiner Magie verloren hat. Und dazu kommt noch das fantastische Fahrerfeld heute mit ein paar harten Rivalitäten und Umständen, die für ein großartiges Rennen sorgen werden. Ich kann es nicht. Schon wieder das Bild, habe ich schon mal gesehen eben. Akzeptable Strecke sind wir. Bis zur ersten Kurve. Alles klar. Vorsicht mit den Autos, die vor dir bremsen. Wir können von den Problemen anderer profitieren, aber sollten nicht selbst welche schaffen. Ja, ich könnte jetzt. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Kimi Räikkönen startet heute von der Pole Position. Und ein sehr glücklicher Felipe Massa startet vom zweiten Platz. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Ferrari ist stark hier. Valtteri Bottas und Hamilton. Ricardo. Okay. Nehmen wir mal so hin. Jetzt ist natürlich die Frage: strategietechnisch. Ich sehe meine Reifen, meinen aktuellen Reifenverschleiß gar nicht. Ich kann doch was anderes wählen, oder nicht? Warum fahre ich denn nicht hart? Harte Reifen. Das ganze Rennen. Ja, einmal muss ich an die Box, das ist klar. Weich. Die fallen da auf fast 50% bei meinem Fahrstil. Sollen wir es so machen? Oh, dann fallen die aber auch ab hier. Runde 5. Alles klar. Das mache ich. Ist mir einfach sicherer. 5 oder früher. Und wenn ich das Gefühl habe, es geht doch ein bisschen mehr, dann mache ich halt... Komm, wir gucken mal. Was ist denn jetzt? Wo ist denn der 11.? Warum ist der hinter mir? Egal. Ist wieder schön laut heute hier. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich mich verkalkuliere, weil ich halt... Es gibt halt Strecken, da kenne ich so ein bisschen die Stops und weiß ungefähr den Verschleiß einzuschätzen.
Und es gibt halt welche, da bin ich halt ein Rookie. Kann man das so sagen? Rookie. Noobie. Noob. Da weiß ich halt das überhaupt nicht einzuschätzen, wie man da taktieren sollte. Naja. So. Habe ich jetzt eigentlich frische Reifen drauf oder die vom Qualifying übernommen? Wenn ich die vom Qualifying übernommen habe, dann bin ich ja schön doof. Dann ist mein Team ja schön doof. Ich denke mal, ich habe neue gekriegt, ne? Mit der Startposition Platz 12. Da kriegst du neue Reifen. Ich hätte auch hart einfach nehmen können. Mit hart so lange rumeiern wie möglich und dann auf Soft umsteigen. Ach, jetzt ist die Strategie vorbei. Das wäre eigentlich sogar schlau gewesen. So lange wie möglich auf hart rumeiern und mitfahren. Und dann irgendwann zum Schluss nochmal richtig Gas geben mit Soften. Shit. Ja, beim nächsten Mal. Mal ran muss ich so oder so? Okay, Autopilot. Ich mach da hier echt automatisch dann. Den letzten Abschnitt. Letzte Drittel. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Ja, das war blöd von mir mit Soft. Ich komme eh nicht schnell weg jetzt. Gut. Oh, was ist denn da vorne los? Ich fahre ein bisschen weiter rechts. Weiter. Vorsicht. Boah, fuck it. Boah, scheiße gebaut, ne? Bin ich da echt voll drauf gedonnert? Boah, wie er sich überhaupt kein Blatt lässt hier, der Haas. Alter, was mit ihm denn? Und noch einer. Boah, fuck. Weg. Boah, was ein Glück von mir, ey. Ich habe neue Reifen drauf, okay. Boah, wie langsam. Ich Idiot, warum fahre ich nicht mit harten? Das war jetzt echt, da hätte ich ja früher schalten sollen. Der locker 10 Runden mit harten fahren können und dann 3 Runden oder 4 mit den anderen. Das wird jetzt richtig heiß hier, ne? Bin ich da echt vorbeigegangen eben? Oh, scheiße, Leute. Mein Nerven. Liegen blank. Bin noch dran, alles gut. Ja, so viel Peitschen ist hier eh nicht drin gerade. Würde ich sagen, wenn wir auf Fett stellen, dann jetzt, oder? Da gehen wir noch vor der Kurve an ein, zwei Leuten vorbei, hundertprozentig. Der habe ich abgedrängt außen. Jetzt ist er aber in. Okay, ich komme nicht vorbei. Doch. Wow. Hat er jetzt den Crash verursacht oder ich? Ist mir eigentlich scheißegal. Okay. Dranbleiben, komm. Ich glaube, jetzt hätte ich schon ein Problem mit den harten Reifen dran zu bleiben, ne? Bei so einem Abschnitt hier. Ich bin da auf der alten Position wieder. Die muss ich mir jetzt aber wirklich hart erkämpfen nach dem etwas deftigen Start. Wow. Bleibe ich auf Fett noch? Ne, ich gehe mal auf Standard. Ein bisschen zu heiß. Hier darf ich das Bremsen echt nicht vergessen. Und jetzt rausbeschleunigen. Komm, go und schön Windschatten mitnehmen. Jawohl. Das wird aber richtig gefährlich jetzt in der Kurve, die jetzt kommt. Geh mal weg, Alter. Oh, dass das nicht gekracht hat, ist gerade alles. Ich weiß nicht, warum ich da so vorbeikomme. Aber anscheinend bremsen die da irgendwie an. Sehr schön. Ein bisschen Zeit, glaube ich, hier raus. Das ist gut. Ich komme ran.
Oh ja, ich habe die echt hinter mir gelassen. Daumen drücken, Kinder. Komm, weiter, 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 weiter. Ist ja erst die gemütlichste Runde ever. Nämlich die zweite. So. Und da vorne ist das ganze Feld. Wenn ich mich da nochmal ranpirschen kann, irgendwie. Ist alles drin. So. Sehr schön aussehen. Aus der Kurve gekommen. Bringt mir gleich was. Moment. Ich komme erst nochmal ran, ja. Ich muss erst noch ein bisschen Zeit aufbauen. So. Nochmal schön links gemütlich. Weiß ich nicht, ob ich DRS kriege, glaube ich nicht. Nee. Da hat noch, haben noch zwei Zähne gefehlt, glaube ich, ne, in dem Abschnitt. Deswegen spare ich mir auch Fett mal gemütlich auf. Das brauche ich nämlich jetzt noch nicht. Hier bin ich jetzt eben delicious rum. So, oh scheiße, ich habe wieder, habt ihr das gesehen? Diesen Fehler, den ich da immer mache. Ich lenke immer nochmal nach links. Sau blöd. Unnötig wie ein Kropf. So. Ich fahre jetzt mit dem Plan. Geh mir nicht auf den Sack. Du willst mir M-Reifen andrehen, ich weiß. Also Medium. Komm ich rum? Oh, zum Glück. Kein Windschatten, Leute. Ich muss an den Pulk da vorne nochmal rankommen. Richtig gut, richtig gut. Boah. Here I am. Rock the signs like a hurricane. Ja, ja, bin ja da. Alles gut. So, es wird richtig heiß jetzt. Den nehme ich noch vom Boxenstopp, den Kollegen. Das hat eben richtig Reifen gefressen. Da habe ich schon, der Abrieb, der ist mir schon direkt in die Zahnlücke reingeballert eben. Schön abgedrängt. Das war richtig geil. Kriege ich jetzt noch? Ja, DRS kriege ich auch noch. Alles klar. So, und tschüss, Boy. Raus aus dem Windschatten. Also ihm kein geben, ne? Darum geht's. Das ist ein bisschen viel. Jetzt brauche ich nur noch auf die Reifen achten eigentlich. Also. Ja, die Reifen muss ich aber wechseln bald. Das ist blöd von mir gewesen. Das, was ich jetzt hier rausgefahren habe, hätte ich auch mit harten rausgefahren. Vielleicht, vielleicht. Man kann sich auch ein bisschen ab und zu verschätzen. So, bin gut raus. Okay. Mit dem Anbremsen. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Naja, halt mal den Mund. Da fahren schon die ersten ran. Ich muss auch noch eine fahren. Wieder nicht anders. So. Ich komme hier noch ein bisschen ran da an den Pulk. Wir gucken mal. Ich weiß, ich fahre jetzt auch rein. Schlecht. Richtig schlecht die Kurve genommen. Ja, da vorne sind sie, aber das hilft mir alles nichts. Ich komme da nicht ran. Obwohl, so richtig schnell scheinen die auch nicht zu sein, ne? Sagten die Zeit, da ist er wieder, der Science. Also meine Rundenzeit wird nicht schneller. Oh, Gottes Willen, und zwar noch schlechter. Desto länger ich jetzt mit den Gelben draußen bleibe, die sind richtig scheiße, die Kackreifen. Fuck. Irgendwas ist da passiert. Irgendwas ist da passiert, saugut. Das macht das Feld ein bisschen elastischer. Komm, peitsch mal die Reifen mal richtig schön kaputt jetzt. Ja. Wir stehen da hart. Komm diese Runde rein. Ja, ich hab 2 Zehntel verloren zur letzten Runde auf Sainz.
gucken kurz, ob das richtige Setup drauf ist immer noch. Ja. Alles klar. Da fahren sie alle. Da haben wir nicht so viel verloren, Leute. Es gibt echt welche, die können 6 Runden fahren mit den Scheißreifen. Unglaublich. Und die holen sich alle Medium, es ist in Ordnung. Wenn ich mit denen schon 5 schaffe. Oder 6 Runden. Los jetzt. Mit Medium hätte ich auch noch was mehr geschafft. Egal, ich fahre jetzt mit denen. Ist mir jetzt wurscht. Ich habe mich jetzt für die entschieden, also fahre ich die auch. Trotz Jen ist hinter mir. Trotz Jan. Ich weiß. Alter, das ist so behindert gemacht. Mit dem Boxenassistenten werde ich da rauspeitschen, wie behindert. Oh Gottes Willen, was ist denn jetzt? Okay. Das war ja richtig beschissen eben. Die Ausfahrt. Also hier musst du definitiv bremsen. Sonst kommst du hier gar nicht rum. Also Zeiten lassen sich jetzt mit den Harten wirklich nicht mehr fahren. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war von mir. Wir werden es sehen. Ich mache jetzt einfach so weiter. Wir werden es ja sehen, was rauskommt. Ja, ich kann... Ich muss entweder später Gas geben oder früher bremsen. Kann ich mir eigentlich aussuchen. Hier geht es sogar noch. Fett kann ich mir sparen. 3,8. Ich war vorher 4, noch was entfernt, ne? Okay, sehr gut. Ich muss auf jeden Fall vor Eriksen raus. So, go, 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 go. Da stehen noch 5 Leute. Abstand zum Auto vor dir beträgt 3. Alles gut. Alles gut. 10. Ist das genügend? Nicht so wirklich. Bisschen schade, bisschen ernüchternd. Aber wir gucken mal, was noch geht. Wir werden es ja sehen. Das Problem ist halt, die KI wird wahrscheinlich die Medium-Strategie souverän zu Ende bringen. Und hinter mir sind mal richtig gierige Boys. Oh, die Reifen werden langsam fit. Okay. Okay. Ich lasse mir jetzt hier auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Wir machen das. Wir gucken mal, was passiert. Habt ihr gesehen, da musste ich kurz vom Gas runter, sonst komme ich da nicht rum. Shit. Ich kann das hier fast 1:1 mit den Harten nehmen wie mit den Soften. Kein Scheiß, Mann. Ist gar nicht so schlecht. 3,6, aber ich hole nicht auf. Und 1,9. 3,6, 1,9. Große Frage ist, hätte ich das mit den Mediums aufgeholt? Glaube ich nämlich nichts. Was fährt denn der für Reifen? Ich bin gar nicht so weit weg von der Bestzeit. Aber es war auch wahrscheinlich auch noch mit den Soften, ne? Da sind nochmal 2 Plätze. Nice! Ich kann mich nicht beklagen gerade. Ich dachte, das ist wirklich die 10, wäre alles jetzt Ende der Fahnenstange. Aber jetzt, wenn ich die 8 so sehe. Sollte ich mich mal ein bisschen zusammenreißen, weil Sainz hinter mir ist. Ich will noch ein paar Runden auf Fett fahren, aber es ist ein bisschen zu früh, ne? Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,5 Sekunden. Wie ich verliere auf die Mediums, ne? Ihr seht das. Hinten kommen sie immer näher und vorne hauen sie ab. Okay. Und Fett. Ich mache jetzt irgendwie das Beste daraus. Sau gut. Sau gut. Weiter so. Weiter so. Anfänger.
Wir haben uns heute aus dem Gröbsten rausgehalten. Mein kleiner Rempler war jetzt nicht so schlimm, weil ich nicht Vollgas drauf gedonnert bin, sondern nur so ein bisschen angeditscht. Habe ich keinen Schaden von gezogen. Und wenn wir das Rennen jetzt irgendwie so doch zu Ende fahren können, bin ich vollkommen zufrieden. Ja, es fehlen jetzt vielleicht diejenigen, die jetzt auf Crashes oder Überholmanöver aus sind. Das fehlt leider. Aber dafür ist die Strecke auch einfach zu weitläufig. Ich habe halt, ich fahre hier so ein bisschen meinen eigenen Stiefel mit meinem Fahrzeug zurzeit. Also ich sehe hier auch keinen hinten. Ja, hinten kommen sie näher, aber solange ich jetzt nicht irgendwie einen Fehler mache, wird das auch schwer für die ranzukommen, nehme ich an. Ich gebe meinen Arsch drauf, die Medium-Reifen bauen jetzt langsam ab. Und meine sind halt noch supi-dupi fit, aber jetzt ist er schon mehr. Ey, der klebt mir so am Arsch. Ich komme mit Fett nicht mal weg. Ich werde jede Runde langsamer, ne? Oder zur Bestzeit. Ne, ne, nicht langsamer, sondern zu meiner Bestzeit. Das bleibt eigentlich relativ konstant. Da vorne ist halt zu weit weg. 4 Sekunden ist einfach zu viel. Das sind ungefähr 3 Sekunden zu viel. Ich komme hier zum Glück noch ganz gut durch. Aber das war es auch schon. Ich sehe halt nirgendwo den Punkt, wo ich ein bisschen... auch zu viel Curves jetzt. Curves. Wo ich was rausholen kann. Doch, ich baue wieder. Ja. War schon mal höher, ne, der Abstand. Auf vorne. Oh, Mist gebaut. Muss ich jetzt eben ganz aus Laufzone nutzen. Okay. Ich glaube, es war keine so schlechte Idee von mir. Aber besser wäre es, wenn ich jetzt rangehen würde als Erster und würde mir die Soften holen, ne? Jetzt ungefähr. Das wäre doch besser gewesen. Weil ich glaube, ich hätte mit den Harten auch mithalten können eine Zeit lang. Gerade zu Beginn die langsamen ersten Runden. Die schnellen kommen doch immer erst zum Schluss. Die schnellen Runden. Ja, aber mein Fehler. Muss ich mir beim nächsten Mal wirklich besser überlegen. Wieder 4. Unser Abstand zum 1,8. Ich habe aufgebaut wieder Abstand, aber ordentlich. Ordentlich. Der war schon mal auf 1,2 ran. Glaube ich. Ich muss dann nochmal ganz kurz vom Gas gehen. Ich komme da nicht so rum wie mit den Soften. Was auch erwartungsgemäß logisch ist. Sehr gut. Ja, bin ich jetzt ein bisschen nach außen getragen. Da muss ich ein bisschen früher rein, damit ich jetzt hier wieder schnell rauskomme. Okay. Okay. Diese Taktik. Meine Taktik. Ein Zehntel sogar noch mal schneller. Wird das noch mal spannend hier, oder was? Sind die Medium-Reifen etwa am Arsch? Also da kann ich nur sagen, meine sind ja richtig warm. Wir holen den Wagen vor uns ein, aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Wir holen den Wagen ein, ja, sehe ich. So richtig eingeholt habe ich noch nicht, es sind immer noch 3 Sekunden. 3 Sekunden kannst du dir die Schuhe anziehen, Alter. Los. Los. Fett, immer fett, fett, fett durchfahren. Am Ende platzt mir der Motor, passt mal auf. Oh, scheiße. Total verschätzt jetzt. Da habe ich jetzt richtig eine Sekunde verloren. Guck mal, wo ich aus... Fuck. Fuck, mich richtig nach außen tragen lassen. Sowohl die erste als auch die zweite Kurve, habt ihr gesehen, ne? Shit, das sind jetzt wieder 4 Sekunden. Fuck. Das ist so viel zum Thema konstant fahren, ne? Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Oh, da war ein Leck eben wie Sau.
Fuck, da musste ich eben ungünstigerweise nochmal bremsen. Was war das denn für ein Shit? Oh, ist das bitter. Das habt ihr eben gesehen. Ich hoffe, es hat aufgenommen. Mein Aufnahmegerät hat das gecaptured, dass es eben wirklich übelst geleckt hat. Geil. Da ist wieder einer rausgeflogen. Wer hat's denn jetzt erwischt? Wer ist das? So, der Abstand ja. Zum Kollegen liegt bei 6,3 Sekunden. So, ich kann auf Standard zurück. Ich komme hier eh nicht mehr weg. Hamilton hat's rausgetragen. Wie kann das passieren? Aber jetzt habe ich den Kackstift hinter mir, ne? Ich sollte Elfter werden, Leute. Ich habe jetzt hier durch die diversen Ausfälle bin ich auf 6 gefahren. Ist doch alles in Ordnung, das fahren wir jetzt so durch. Scheiß auf den fünften Platz. Ja, immer noch. Muss ich wahrscheinlich auch, ne, wegen dem Idioten. Hoffentlich habe ich jetzt nicht wieder so einen scheiß Leck. Komm, fett. Das war super ärgerlich, hatte ich zum ersten Mal jetzt. Aber bei uns geht momentan der Livestream auch nicht. Der Livestream geht schon. Wo ist der Multiplayer Part des Spiels? Macht tierisch Probleme. Seit kurzem. Ich hoffe, die kriegen das mal wieder gefixt, ey. Das ist nämlich super nervig. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,1 Sekunden. Also vorne kann ich knicken, ich denke mal, da sind wir uns einig. Es sei denn, es fällt noch jemand raus. Aber nach hinten sollte ich den Abstand halten. Hier fast auf Fett durchfahren, ey. Was habe ich denn hier Benzin drin geschleppt, ey? Wie sehen die Reifen aus? Jetzt 42. Ich will nicht wissen, wie die Medium aussehen. Die Medium hätte ich locker schon auf 60, 70 gefahren, oder? Was weiß ich, keine Ahnung. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Na, schlecht. Raus. Fahr, Junge. Ein Scheiß eben. Der Räikkönen, wo ist der denn? Der ist doch Erster, oder nicht? Oder der Vettel Erster? Ey, das kann man jetzt mal echt so stehen lassen, das Rennen, Leute. Es ist so, es ist genauso unspektakulär, wie ich es mir vorgestellt habe. Schon im Qualifying habe ich das gesehen, dass wir irgendwie hier nicht mit anstinken, aber... Unterm Strich muss man sagen, vielleicht so mittelkonstant gut gefahren. Und das hat uns halt in den sechsten Platz eingebracht. Davon sind locker mal doppelt so gute Platzierung als im Qualifying. Also ich glaube, 3 Leute hat es rausgehauen, ne? Und 1, 2 haben wir dann halt taktisch gut mit der, wie sagt man, Bottas hat gewonnen. Mit der Reifentaktik vielleicht haben wir die so rausgenommen, ich weiß es nicht. Oh, ich muss hier nochmal bremsen, eben, Scheiße. Das war jetzt richtig lame. Schade. Heute hat nicht für Spekulatius gereicht, so kann man sagen. Heute gab es bloß ein bisschen Marzipan. Ein schöner Platz. Ein gutes Rennen. Unspektakulär, wie ich mir es vorgestellt habe, aber in Ordnung. Bin zufrieden. Fantastischer Sieg für Williams. Was ist mit Williams los, ey? Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Aha. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto Sechster. Besser verläuft das Rennen. Was wollen wir denn mehr? Und genau so ist es genau. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. So bescheiden, wie ich heute gefahren bin. Vollkommen. Schon, dass die Fahrer bereits auf dem Weg sind. Das war eine grandiose Mannschaftsleistung. Das Ferrari ist ganz raus, ne? Die sind komplett am Limit gefahren anscheinend. Red Bull habe ich auch einen gesehen. Red Bull ist einer raus. Hamilton ist raus. Und den Ding habe ich auch gesehen. Wer noch? Noch irgendwer. Gut.
Eddie Williams. Wie die alle nass machen, Alter. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Die Ferrari ist drin geblieben. Aber Raikön auf 10 abgerutscht. Der musste nochmal ran. Einen zweiten Stopp. Okay, das daran wird's liegen. Fernando Alonso. Egal wo oder für welches. Alonso, wo ist Alonso? Wieso Alonso? Warum nicht ich? Ich. Wo ist denn der andere sauber? Da. 11. Auch gut gefahren. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel 1-Saison dabei sind. 38 Punkte. Gut, ist noch weit weg von den Top-Leuten, aber das ist ja nebensächlich. Williams, Red Bull. Ja. Ja, liebe Kinder, ja. Gucken wir mal. Jetzt bin ich aber gespannt, was als nächstes kommt. Das wird nochmal interessant. Ich kenne nämlich den Saisonplan zum Glück nicht. Zum Glück, da kann ich ein bisschen überraschen immer. So. Das können wir weitermachen. Schön Punkte gesammelt. Haha, jetzt hab ich dich. Hab dich. Aber der war wieder schneller. Aber diesmal war ich in allen Zeiten besser, okay. Außer Sektor 1, da verliere ich immer ein bisschen Ziehung. Sehr schön. Wird interessant. Die Rivalität geht noch ein bisschen weiter. So, dann schauen wir doch mal. Was haben wir hier an Punkte gesammelt? Das ist jetzt auch nicht so. 4.800. Und dann würde ich sagen, zum nächsten Wochenende zumindest mal so ein bisschen Vorfreude schaffen, was als nächstes kommt. Das können wir schließen. Ungarn. Oh. Ich kenne da jemanden, der mag die Strecke. Ich habe die mal im Livestream gewonnen, aber richtig schön dreckig. Richtig schön dreckig. Mal gucken, wie ich mich hier reinbeißen kann. Hi, wie fühlst du dich? Hi, gut. Unser Upgrade-Tempo ist im Moment gut, aber wir sollten uns steigern, wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen. Hier ist der Bericht. Was denn? Leistungsvergleich der Fahrzeuge, Red Bull Racing. Kommt gut voran, wir fallen zurück. Du solltest das Problem in Angriff nehmen. McLaren Honda fällt zurück. Das Problem im Angriff. Leistungsindex vergleichen wir uns schon mit Red Bull. Ist das so? Guck ich mir das mal an. Was heißt denn da, wir fallen zurück? Toro Rosso. Alter, was ist denn da los? Sind irgendwann die Fahrzeuge alle bei 100% oder wird in der neuen Saison das wieder resettet? Wäre halt cool, ne, wenn es nochmal resetten würden. 714 Punkte ist halt wirklich schon außerordentlich, würde ich sagen. Motorleistung, Kurbelwelle, ne? Luftwiderstand, verbesserte Querlenker. Ohne die Aufhängungseinstellung zu beeinflussen. Okay, Abtrieb. Chassisgewicht ist geil. Treibstoffeffizienz. Wir nehmen mal Motor. Pushen wir da mal ein bisschen was. In Ordnung. Ja, Ungarn. Okay, Leute, wir sehen uns dann nächste Folge. Ne? Geht's hier weiter. Training, schön gemütlich. Training, Akklimatisierung und Qualifying, ne? Ist ja klar. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.